Wenn es darum geht, Berge, Wüsten oder sogar Regenwälder zu durchqueren, reichen normale Autos einfach nicht aus. Zum Glück hat die Technik dazu geführt, dass einige echte Schwergewichte unter den Autos entstanden sind. In unserem heutigen Video geht es um Geländewagen, die eine ganz andere Dimension haben. Es gibt ein Fahrzeug, das alles aushält, was du ihm vorwirfst. Sogar eine Bombe! Ein anderes Fahrzeug ermöglicht es dir, den Himmel zu erobern. Und willst du wissen, wie es ist, in einem SWAT-Wagen zu fahren? Schau bis zum Ende, um all diese Details zu erfahren. Nummer 10. Can-Am Maverick. Der Can-Am Maverick ist das wendigste aller Fahrzeuge. Er wird von einem Rotex Ace Turbo RR Motor angetrieben, der eine Leistung von 200 PS hat. Der Can-Am Maverick scheint der ungeschlagene Champion in felsigem Gelände zu sein, dank seiner 81 cm breiten Reifen. Auch die semi-aktive Smart Shox Federung, die fortschrittlichste in der Branche, trägt ihren Teil dazu bei. Der Can-Am Maverick bietet nicht nur eine erstklassige Geschwindigkeit, sondern auch ein einzigartiges Fahrerlebnis mit einem ausgeklügelten Bluetooth-System. Die 6 wasserdichten Lautsprecher mit einem RMC-Verstärker und einem Rockford Fosgate Audioempfänger sorgen dafür, dass du auf der Straße den besten Soundtrack hörst. Die mehrfarbigen LEDs tragen ebenfalls zum Erlebnis bei. Der Can-Am Maverick verfügt über eine standardmäßige Smart Lock, aber eine neuere P-Drive-Kupplung, die 30% mehr Schaltamplituden verspricht. Es würde dich auch freuen zu hören, dass der Maverick mit einem leichten Fahrwerk ausgestattet ist, das in jedem Gelände bestehen kann. Nummer 9. Armor Truck. Der Armor Truck ist genau das Richtige für dich, wenn du dich auf die Apokalypse vorbereiten willst. Denn er ist kugelsicher gebaut. Die Panzerung des Fahrzeugs ist undurchdringlich, denn sie besteht aus Kohlefaser, Titan und Kevlar, den stärksten aller Metalle. Sogar die Glasscheiben sind mehrschichtig. Das Fahrzeug ist mit abgefahrenen Straßenreifen ausgestattet. Im Inneren bietet das Fahrzeug einen luxuriösen Sitzbereich. Mit der LED-Beleuchtung und den Lederbezügen wirst du das Ambiente des Fahrzeugs sehr genießen können. Der Armor Truck ist außerdem mit einem thermischen Nachtsichtgerät ausgestattet. Sein herausragendstes Merkmal ist jedoch sein Dach, das für die Sauerstoffregeneration ausgestattet ist. Alles in allem ist dieses Fahrzeug wie eine Festung gebaut. Nummer 8. Toyo Ferret. Der Toyo Ferret basiert auf dem britischen Ferret 4x4 Militärspähwagen aus dem Jahr 1959. Angetrieben wird es von einem Chevrolet LS-Motor. Das Fahrzeug hat 6 Räder statt der üblichen 4. 2 dieser Räder werden von Hydraulikmotoren angetrieben. Die modifizierte Aufhängung ermöglichen es dem Fahrzeug, eine Vielzahl von Landschaften zu durchqueren. Am Heck befindet sich ein speziell angefertigter Werfer mit einem Enterhaken, der an einem Windenseil befestigt ist. Damit kannst du das Fahrzeug starten und über starke Neigungen fahren. Mit all diesen Funktionen bist du garantiert ganz vorne mit dabei. Nummer 7. Taurus 2x2. Der Taurus 2x2 ist für alle, die ihre Fahrten lieber auf 2 Rädern machen. Er wird von einem 4-Takt-Gasmotor angetrieben. Der 210 Kubikzentimeter große Motor hat eine Leistung von 7 PS. Auf dem Land erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Stundenkilometern. Das Bike ist mit einer automatischen Fliehkraftkupplung und einem Getriebe mit 2 Vorwärtsgängen ausgestattet. Diese sorgen für eine ruhige Fahrt. Die Bremsen sind Scheibenbremsen, die über einen Hebel am Lenkrad bedient werden. Außerdem kann ein Benzintank das Fahrzeug für 2 bis 3 Stunden Fahrt antreiben. Das Taurus 2x2 ist unglaublich leicht, was es ultra portabel macht. Du kannst die Teile auseinandernehmen und das Bike in deiner Tasche mitnehmen. Vor allem die aufgepumpten Reifen lassen es auf dem Wasser schwimmen. Egal, ob es um eine Treppe oder den Aufstieg auf einen Berg geht. Das Taurus 2x2 ist dem Anlass mehr als würdig. Nummer 6. Terraquad. Das Terraquad mag im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten kleiner sein, aber er ist genauso beeindruckend auf der Straße. Er wird von einem 4-Zylinder-Benzinmotor angetrieben und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer an Land und 72 Stundenkilometer im Wasser. Die Zeit, in der das Fahrzeug vom Land in den Wassermodus wechselt, liegt bei weniger als 5 Sekunden. Der Motor hat eine maximale Leistung von 140 PS, während der Kraftstofftank ein Fassungsvermögen von 56 Litern hat. Die Lenkung erfolgt über eine Zahnstange und Ritzel. Es gibt 4 Scheibenbremsen und für die Aufhängung gibt es Einzelspulen und hydraulische Dämpfer. Das Auto bietet Platz für 2 Personen und ist insgesamt perfekt für schnelle Fahrten durch felsige Landschaften. Nummer 5. Inca Century Civilian. Der Inca Century Civilian ist ein zuverlässiges Fahrzeug zum Durchqueren von komplexem Gelände. Er wird von einem 6,7 Liter V8 Diesel angetrieben, der 330 PS leistet. Die Karosserie ähnelt einer Limousine und ist mit einer BR6-Panzerung ausgestattet. Es wird dich überraschen, dass der Inca Century Civilian mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet ist, mit dem sich hohe Geschwindigkeiten problemlos fahren lassen. Außerdem gibt es ein optimiertes Federungssystem und Hochleistungsbremsen. Auch an seinem Äußeren mangelt es dem Auto
nicht, denn es verfügt über beleuchtete Trittstufen und eine modifizierte Heckstoßstange. Außerdem hat der Kraftstofftank ein Fassungsvermögen von 150 Litern, sodass es lange dauern würde, bis du ihn wieder auffüllen musst. Im Inneren ist Platz für 6 Personen. Der Inca Century Civilian bietet dir ein echtes SWAT-Fahrzeugerlebnis, mit dem auch ein normaler Fahrer umgehen kann. Nummer 4. Atlas. Der Atlas ist ein Allrounder, denn er übertrifft andere Fahrzeuge auf der Straße und auch im Wasser. Das Fahrzeug bezieht seine Kraft aus einem Renault 1,5 Liter Diesel, der ziemlich wartungsarm ist. Er liefert ein Drehmoment von 73 Kilogramm und eine Ladung von 90 Pferdestärken. Mit einer Tankfüllung kommst du 800 Kilometer weit, wenn man die 100 Kilometer Reserve im Tank nicht mitrechnet. Der Atlas erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 61 km/h auf der Straße und 8 km/h auf dem Wasser. Außerdem ist das Fahrzeug mit einem umkehrbaren Sicherheitsgurt, eine Luftfederung und einem integrierten Getriebe ausgestattet. Außerdem gibt es eine Differentialsperre und einen Bodenschutz, der auf 58 cm ausgefahren werden kann. Das Vierradlenkrad lässt sich in 3 Modi bedienen. Der Atlas bietet Platz für 12 Personen im Inneren. Mit ihm kann eine ganze Familie mitfahren. Nummer 3. Parajet Explorer. Der Parajet Explorer übertrifft alle anderen Fahrzeuge, wenn es darum geht, verschiedene Terrains zu erobern, denn er nimmt es sogar mit dem Himmel auf. Der Parajet Explorer ist dank seines fortschrittlichen Flügeldesigns flugfähig. Du kannst überall landen, auf Graspisten, offenen Feldern oder Stränden. Während des Fluges wirst du feststellen, dass das offene Cockpit einen Blick auf einige der atemberaubendsten Sehenswürdigkeiten bietet. Die zuverlässige Energiequelle und die intuitive Steuerung garantieren einen sicheren Flug. Der Explorer ist auch am Boden beeindruckend. Er ist mit einer Stickstoffdruck-Doppelquerlenkerfederung ausgestattet, die dir ein unvergleichliches Fahrgefühl vermittelt. Das robuste Rohrrahmen-Chassis und die robusten Geländereifen bringen dich auch durch das felsigste Gelände. Die Struktur besteht aus leichten Verbundplatten. Alles in allem eröffnet dir der Parajet Explorer ein ganz neues Abenteurererlebnis. Nummer 2. ATV Shaman. Das ATV Shaman ist ein achträdriges Mammut von einem Fahrzeug. Das 6 Meter lange Gefährt ist in der Lage, sich in allen möglichen Landschaften zu behaupten und hat die besonders schockierende Fähigkeit, durch Wasser zu schwimmen. Außerdem kann es Steigungen von 45 Grad überwinden. Das Fahrzeug hat ein schlankes und elegantes Design mit einer industriegrauen Lackierung. Angetrieben wird es von einem F1C 3 Liter Turbo Dieselmotor, der eine Leistung von 146 Pferdestärken liefert. Außerdem ist das Fahrzeug mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Du wirst außerdem schockiert sein, dass der Fahrersitz weder links noch rechts, sondern in der Mitte des Cockpits sitzt. Zu den weiteren Merkmalen gehört eine Lenkung, die mit verschiedenen Einstellungen ausgestattet ist. Du kannst zwischen On-Road, Off-Road und Krabbenmodus umschalten. Auch an Kraft mangelt es dem ATV Shaman nicht, denn er kann 1,5 Tonnen Ladung transportieren. Kein anderes Fahrzeug macht es so gut wie der ATV Shaman. Nummer 1. Whipsaw. Der Whipsaw ist das ultimative Tier, wenn es darum geht, alle Arten von unebenem, felsigen Gelände zu durchqueren. Schon der Anblick des Fahrzeugs verrät dir, dass es gebaut wurde, um alle Arten von Landschaften zu bezwingen. Die massive Konstruktion wiegt rund 4,5 Tonnen. Der Whipsaw ist ein zweispuriges Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 88 km/h, das schnellste in dieser Kategorie. Es ist mit hochbelastbaren Gummiketten ausgestattet, mit denen das Fahrzeug auch auf losem Untergrund wie Sand, Schnee und Schlamm zurechtkommt. Das Fahrzeug bietet Platz für 4 Personen im schwimmenden Cockpit. Im Inneren findest du ein GPS-Stereosystem und eine Rückfahrkamera. Whipsaw hat einen Wenderadius von 2,4 Metern und einen Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern. Der Motor, der das Fahrzeug antreibt, hat eine Leistung von 1500 PS. Alles in allem wird dieses Baby dich über das härteste Terrain bringen. Kommentiere unten, welches dieser Fahrzeuge dich am meisten umgehauen hat. Vergiss nicht, das Video zu liken, TechJoin zu abonnieren und wir sehen dich im nächsten Video wieder.